Okay, na denn, na denn. So, wir wollen. Ich weiß es nicht, will ich. Was will ich denn eigentlich? Will ich überhaupt irgendwas? Ich will vielleicht gar nichts. Was macht denn das hier? Okay, das dreht das um. Da ist ein Tourrätsel, da ist ein Knopf. Okay. Nein, geh weg. Ja, aber wenn ich da. Wenn ich rübergehe und den Knopf drück, komme ich ja nicht mehr zurück. Oder ist das irgendwie jetzt falsch? Ach, doch. Doch, ich. Ja, das. Doch. Okay, Moment. Doch, 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 kommt man. Das war wieder clever von mir. So. So, so komme ich dann zurück. Genau, gecheckt. Gut, dann will ich jetzt das Ganze nochmal machen, glaube ich. So, ja, so, so. Und dann gehe ich mal mit dem Gel zurück und schaue, was es mir bringt. Wenn ich es überhaupt überlebe mit den Tourettes. Geh weg. So, bringt mir das, bringt mir überhaupt nichts. Moment. Zurück, zurück. Rückwärtsgang. Bringt mir das was? Ich habe keine Ahnung. Moment. Ja, verstanden. Okay, okay. So. Und jetzt bekommen diese Viecher mal was ab. Genau. Jetzt. Platsch. Oh, Tourette's tot. Oh, Tourette's tot. Oh, da ist noch einer. Oh, komm her. Hi, wie geht's dir so? Huch, jetzt habe ich dich ganz aus Versehen fallen gelassen. Das war jetzt aber keine Absicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier ist Sprunggel. Und wo will ich denn hinspringen? Ich will darüber, ne? Okay. Ah, Knopf. Was tut Knopf? Knopf drücken. Was hat Knopf getan? Okay. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Was macht Knopf? Hallo, was tut Knopf? Hä? Okay, haben wir hier. Oh, okay. Ich glaube sogar verstanden zu haben. Moment. Das reicht nie und nimmer, oder? Doch, das hat einfach jetzt zu reichen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das jetzt einfach. So. Bido. Bido. Oh, du hast es gelöst. I did it. Ich wünsche dich. Alter, was geht ab? Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testabzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ich sehe mich selbst. Ich sehe mich selbst. Oh, 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 oh. Okay, wir machen weiter. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Okay. Oh, oh, Error. Operator Error. Ich bin so happy. Ich passe mich irgendwie Wheatleys Gemütszustand an. Er ist irgendwie gerade so gut drauf und ich bin irgendwie auch gerade so gut drauf. Ja. So ist das halt, ne? So ist das, was wir machen. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Oh ja. Nur noch zwei Kammern. Okidoki. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Okay. Da springt was rum. Überraschung. Alter. Alter. Alter! Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative.
Hm. War nichts Persönliches. Nur eben, du hast mich schließlich getötet. Ja, ich weiß sogar, was es geht. Oh Gott. Hallo. Hey, Wheatley! Den Teil bring ich dich um. Oh Gott. Hier tötet er dich. Da ein Geistesblitz. Ich da geht's hoch. Ich gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, und ja, die sind tödlich. Da geht's aber hoch. Was fehlt da noch? Wie Nein. Mach das nicht. Oh Gott. Okay. Alter, sowas nennt man Brutalität. Okay, wir sind... Komm zurück, bitte. Komm zurück. Nein. Ich bin am Leben. I'm still alive. Ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Okay. Oh, nö. Ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ja. Das frag ich mich auch. So. Okay. Gecheckt. Oh, jumping over the wall. Dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Mein Englisch ist very good. Oh, ich hab die Idee. Hallo. Wow. Oho. Oho. Mögen die Spiele beginnen. Alter. Ich hab Angst. Oh, Scheiß. Wie komisch. Wie... Der arme Tourette-Würfel. Ohne Scheiß, Mann. Der konnte echt nichts dafür jetzt. So. Alter, das habe ich nicht kommen sehen. Ohne Scheiß. Ey, das ist kein Witz, wenn ich jetzt sage, das Spiel wird jetzt wieder quasi blind für mich. Das habe ich nicht kommen gesehen. Halt durch. Bin schon fast da. Oh, Tür. Wow. Tür geht weg. What the... What the... Junge. Alter. Krieg dich ein. Ohne Scheiß jetzt. Das ist eine Falle, aber der einzige Weg. Also los. Okay. Todesfalle! Wow! Chill! Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Alter, Angst! Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Irgendwie nicht. Denken. Also irgendwie sind die immer noch inaktiv, die Teile. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, well, das ich höre. So, wenn cool, du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und ha, flog da nicht gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das war der Befehlhaft. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Okay. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Feeling. Unschlagbar, glaube ich. Okay. Ganz ruhig. Bloß nicht irgendwie nervös werden. Schon jetzt ein Türmchen nach dem anderen da raus katapultieren. Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Irgendwo da? Ich hab 2 auf einmal. Ha, das ist ein Pasch, Junge. So. Lass die mal fliegen. Ich glaube, ich will auch dahinter. Ich flieg mal mit dahinter. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Nö. Aber auch dumm. Die Klingen fassen. Oh Gott. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Hm. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich so darüber will. Alles andere würde jetzt keinen Sinn geben. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Ach du mein fucking Gott. Fucking Gott, Angst! Tod! Okay, das war wohl der falsche Weg, sagen wir mal so. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Ja. Okay, wie sieht der Plan aus? Aristoteles gegen den Stampfer des Todes! Ah, so?
Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Geh weg! Angst? Angst? Junge! Alter, chill! Ohne Spaß. Ich will da hinter. Schnell. Angst. Wo steckst du? Hier, hallo! Wo steckst du? Komm zurück! Na, ich hau jetzt mal ab, hab ich mir so überlegt. Oh, 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 yeah, macht alles kaputt. Oh, yeah, Jump Gale. Oh, oh, ist da was kaputt gegangen? Pack ich das? Ich hab's zu packen. Oh, hat es dich umgebracht? Ich hab Angst. Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo, das mach ich. Ich will nein. Hallo? Oh, Gott. Oh, 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 ja, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht Jump. Wieder da. Oh, I did it. I did it so, so much. Was ist da hinten so? Geht hier irgendwas? Geht da nix? Dann tschüss. Oh Gott. Oh, das sieht... Oh Gott. Oh, man kann es auch übertreiben, ohne Spaß, ey. Okay, ich brauche eine Idee. Wie wäre es mit der Idee? Ich check mal die Lage ab. Okay. Hm, ich glaube nicht, dass ich... Mir ist schon wieder so arschkalt. Mein Zimmer ist immer noch so verdammt kalt. Leute, ernsthaft, ich hasse Winter. So, ne, ich habe keinen Plan. Ah, da geht's lang. Sagt es doch gleich. So. Was tut Knopf? Knopf tut was. Doch was tut Knopf? I don't know. Oh, oh, Knopf macht blaues Gel. Okay. Okay. Oh, gecheckt. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Oh, das macht Spaß. Das macht Spaß. Und da vorne noch ein. Da vorne so ein bisschen höher. So, so könnte das doch klappen. Ich habe alle Turrets gebasht. Okay, gut. So viel dazu. Jetzt will ich bestimmt noch dahinter, so wie ich die Sache sehe, und einfach genüsslich darüber jumpen. Oh ja. Oh ja. So, bitte. Wo sind wir denn? In einer Ladestation. Na, dann wollen wir doch mal warten. So. Okay, was gibt's hier Schönes? Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Okay, GLaDOS, tu es. Ich drück mal Knopf. In der Hoffnung, es bringt irgendwas. Okay, irgendwas passiert. Oh Gott, es explodiert. Ich gehe davon aus, dass ich das kaputt machen will. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, so war das. Komm, komm, komm. Ich treffe es einfach nicht. So, jetzt aber. Haha! Weißes Portal gehen. Für Micros. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Ja, ich gehe davon aus, dass ich da auf die andere Seite will. Hallo? Ja, so. Computer. Oh, da geht's rein. Kann man hier irgendwelche Knöpfe drücken? Ich bin voll im Knopfdrückwahn. Okay. Daneben nicht, ne? Was gibt's hier? Eine 2, eine Pumpe und viel von dem, was ich nicht weiß. Okay, ich gehe einfach mal nicht da lang, weil ich da nicht lang komme. Dann eben nicht. Super, da bist du ja. Lass mich mal eben diesen Steg loswerden. Gut, jetzt komme ich wohl doch da lang. Gut. What the? Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe.
Versteck. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Oh. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem... Das heißt ja wohl nein. Ich hab keine... Ah, hier, okay. Ich hab voll eine Ahnung. Wow. Sieht gut aus hier. Sieht echt... Okay, sieht nicht mehr so gut aus. Ah, liegt im Auge des Betrachters. Oh, da sind Bomben. Gut, lass die einfach mal da sein. Gut. Ich würde Folgendes sagen. Wir machen hier einen Cut, weil ich glaube zu wissen, dass es hier bald fertig ist. Nochmal. Ich mache hier, glaube ich, einen Cut, weil ich, glaube ich, weiß, dass es hier bald Ende ist mit dem Spiel, dass das Spiel bald vorbei ist und es nicht mehr so lange geht. Deswegen mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns vielleicht sogar das nächste Mal schon das letzte Mal für Portal 2. Ich weiß es gerade nicht, ich spekuliere nur und werde mit diesem schönen Ausblick Richtung zerstörtes Aperture da mal Tschüss sagen für heute. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin und Peace!